Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir sind gerade dabei, die Rollenauftragsquest der Verteidiger zu machen und dafür sind wir mit Gransen, wie auch immer, unterwegs, um den Dir Cousine zu finden. Und dann machen wir jetzt weiter. So, da wären wir, Tero. Die Mord gelten als eifrige Sammler, die wirklich alles aufheben. Auch das, was andere achtlos wegwerfen. Es kann schon gut sein, dass hier auch eine Halskette aus Vyburd auftaucht. Ich schlage vor, wir teilen uns auf und hören uns um. Gut, dann gucken wir mal, ob wir die finden. Sinsin. Hallo, bist du auf der Suche nach schönen Sachen, ja? Oh, eine Kette? Bist auf Suche nach besonderen Kette aus Vyburd? Habe ich nicht. Schade. Ist bestimmt ganz glänzend und sehr selten. Würde es gerne halten und dir geben, aber geht nicht. Schade. Gut, steigen wir mal auf und suchen hier. Ja. Da ist er auch schon. Was kann ich für dich tun? Du suchst eine Halskette, die aus Vyburd stammt? Was für ein Zufall. Mein Mann hat eine Halskette, die er für ein Schmuckstück aus Vyburd hält. Er wollte gerade eben zu einer Ausgrabung in den Bernsteinfeldern. Wenn du dich beeilst, erwischst du ihn noch. Ach Gott, ich finde diesen Schneemann so cool. Also, jetzt nicht nur wörtlich, sondern allgemein. Na, was hast du herausgefunden? Weißt, wer die Halskette hat? Das ginge schnell. Auf zu den Bernsteinfeldern. Am besten teilen wir uns wieder auf. Dann finden wir ihn schneller. So. Du wirst mich doch sicherlich angreifen. Kaboom! Keiner da? Hilfe! Bitte, alles, nur das nicht. Bei den Göttern, meine Familie. Da! Na toll, wir kommen zu spät. Dann erlösen wir ihn mal von seinem Leid. Thank you.
Naja, wenigstens wissen wir jetzt sicher, dass er von diesen Wyburt-Artefakten angezogen wird. Oh, hier auch. Nun sieh dir das mal an, Tiro. Da hat mich dieses Federvieh doch wirklich angegriffen. Na, hat es jetzt davon. Treibt sich die Yokozune vielleicht hier herum und verwandelt unschuldige Leute in Sündenvertilger? Was? Du hast die Yokozune gesehen? Und hat er dem armen Mann. Und er hat den armen Mann das Leben und die Halskette geraubt? Verdammt, schon wieder bin ich zu spät. All meine Bemühungen waren vergebens. Ich konnte Melinda nicht beschützen und auch jetzt bin ich machtlos. Aber ich gebe nicht auf, hörst du dir, Cousine? Ich werde dich finden und vernichten. Komm, wir gehen zurück nach Mordzug. Aber sei wachsam, hier könnten noch mehr Sündenvertilger herumtreiben. Als ich den Sündenvertilger erschlug, musste ich wieder an sie denken. Melinda, ich bete, dass ich damals das Richtige tat. Für bereits Verwandelte gibt es leider kein Zurück mehr. Geschnappt haben wir ihn nicht, aber wenigstens ist dir nichts passiert. Das lässt mich hoffen, meine Rache doch noch vollstrecken zu können. Dieses Mal ist uns die Cousine leider entwischt und zu einem Übel hat seine Raserei weitere Opfer gefordert. Ich werde der Händlerin die Nachricht vom Tod ihres Mannes überbringen. Ich weiß nur zu gut, wie es ist, eine geliebte Person an einen Sündenvertilger zu verlieren. Danach müssen wir versuchen, die Spur der Kardinaltugend wieder aufzunehmen. Dabei brauche ich sicher wieder deine Hilfe, aber vorerst können wir getrennte Wege gehen. Bis bald. So, da bin ich wieder. Brandon und Prinzessin Saulia. Sünder, schön dich zu sehen. Ich habe mit der Frau des Schatzsuchers gesprochen und ihr vom tragischen Tod ihres Mannes berichtet. Sie war natürlich geschockt und verzweifelt, aber sie hat mir trotzdem alles erzählt, was sie über die Halskette weiß. Vor etwa einem Jahr sind einige waghalsige Schatzjäger nach Ilmec gegangen. Ihr Ziel waren alte Ruinen, in denen sie Schätze des Königreichs Wyburt vermuteten, doch die meisten von ihnen wurden unterwegs von Feenwesen angegriffen und getötet. Die wenigsten, die mit viel Glück überlebten, brachten zwei der drei königlichen Schätze mit, den Armreif und die Halskette. Der Armreif, also der Fangzahn des doppelköpfigen Wolfes, wurde an den Antiquitätenhändler Julmer verkauft, den du getroffen hast. Er beauftragte Melinda in Werfting mit der Reparatur des Schmuckstücks, das dort von der Cousine geraubt wurde. Die Halskette trägt wohl den Namen Auge des doppelköpfigen Wolfes. Ehe der Schatzsucher sie verkaufen konnte, wurde sie ebenfalls von der Cousine geraubt. Soweit die Geschichte der Händlerin. Wenn sie die Wahrheit gesagt hat, und daran zweifle ich nicht, dann versucht die Cousine, die drei Königsschätze an sich zu bringen. Das bedeutet, wir könnten ihn vielleicht mit dem dritten Schatz anlocken. Dabei handelt es sich um einen Ring mit dem Namen Klaue des doppelköpfigen Wolfes. Aber es dürfte nicht leicht werden, den zurückgelassenen Schatz aus Ilmec zu bergen. Die Feenwesen dulden keine Eindringlinge in ihrem Gebiet. Ich war schon in Ilmec oder ich bin mit einigen Feen befreundet. Und der Königin gleichzeitig auch noch. Wirklich? Dann können wir bestimmt mit ihnen reden. Ein Versuch ist es wert. Lassen Sie nach Ilmec reisen und die Feen nach dem Ring fragen. Ich rufe einfach Titania und die wird uns helfen. Die könnten uns den Ring herbeizaubern. Aber es wäre zu einfach.
So, mal gucken, wo steht er denn? Da ist er ja auch schon. Bis jetzt ist uns zum Glück nichts passiert, aber wer weiß, was die Feen mit uns anstellen. Von den Bewohnern Ilmex hatten die Nomu den engsten Kontakt zum Königreich Vyburt. Weißt du, wo sie leben? Im Planereni, nördlich von hier, oder ich erinnere mich nicht daran, natürlich wissen wir das, ganz oben im Norden. Planereni, gut, dann lass uns dort unser Glück versuchen, Sünder. Gut, auf zu den Nomu. Du siehst aus, als wolltest du mich etwas fragen. Ein herrschaftlich-königlicher Ring aus Vyburt? Ja, davon habe ich gehört. Die Klaue des doppelköpfigen Wolfes. Aber das herrschaftliche Königreich von Vyburt ist vor früh langer Zeit untergegangen. Ich habe keine Ahnung, wo der Ring jetzt sein könnte. Sehr schade. Da steht er. Was kann ich für dich tun? Die Klaue des doppelköpfigen Wolfes? Den Namen habe ich schon einmal gehört, aber mehr weiß ich auch nicht. Der alte Sul-Ul stand früher im Dienst der Prinzessin von Vyburt. Wenn jemand etwas darüber weiß, dann er. Es kann gut sein, dass er nicht mit dir darüber redet. Er ist etwas, nun ja, eigensinnig eigen. Den kriegen wir schon zu reden. Hast du etwas über die Klaue des doppelköpfigen Wolfes herausgefunden? Der alte Sul-Ul hat der Prinzessin von Vyburt gedient. Hoffentlich kann er uns mehr über den Ring erzählen. Oh, sonderbar seltener Besuch. Was führt euch zu mir? Du hast sicher schon gehört, dass es ein fünftes Opfer gab. Dieses Mal wurde ein junges Mädchen verwandelt. Die Serie der Verwandlungen setzt sich fort. Kein Bürger in Vyburt scheint mehr sicher. Was kann nur die Ursache sein? Bei der Untersuchung der Leichen wurden Überreste magischer Energie entdeckt. Irgendjemand missbraucht Magie für seine finsteren Pläne, aber wir haben keinen Hinweis auf die Identität des Täters. Wir Hofmagier werden ihn schon aufspüren. Bis dahin hoffe ich, dass ihr die verwandelten Wesen schnellstmöglichst erledigt. Wir sollen sie töten? Gibt es denn gar keine Möglichkeit, sie wieder zurückzuverwandeln? Dein Mitgefühl ehrt dich, aber es gibt keine andere Lösung. Als königliche Ritter seid ihr der Gerechtigkeit und dem Schutz der Schwachen verpflichtet. Es dürfen nicht noch mehr Bürger sterben. Und denke dir bloß aus, was passiert, wenn die königliche Familie selbst in gefährliche Gefahr geraten sollte. Auch sie musst du als ritterlicher Ritter beschützen, jawohl. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich, Saulia, Prinzessin des Hauses Vyburt, werde diesen Fall lösen. Aber königliche Prinzessin, das ist viel zu grausig gefährlich. Ach ja, soll ich etwa tatenlos zusehen, wie meine Untertanen sterben? Welchen Wert hat meine Sicherheit, wenn sie nicht auch für unser Volk gilt? Ihr habt natürlich recht, Prinzessin, aber... Du bist Brandon, nicht wahr? Du bist noch recht jung und unerfahren, doch der Großmeister der Ritter hält viel von dir. Sei mein Schwert und untersuche diesen Fall mit mir. Wie bitte? Ich? Wir dürfen nicht zulassen, dass noch mehr Unschuldige sterben. Brandon, nimm dir ein Herz. Kämpfe für die Gerechtigkeit.
Prinzessin Saulia, ich schwöre bei meinem Schwert, euch und eure Untertanen zu beschützen. Danke, Brandon. Ich vertraue darauf dich. Nun lass uns gleich damit beginnen, noch mehr über die Sache in Erfahrung zu bringen. Prinzessin Saulia, bitte warte doch. Wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, ist sie nicht mehr davon abzubringen. Hoffentlich kann Brandon sie vor schändlichen Schanden bewahren. Hey, was ist los mit dir? Ihr seid ja kauzig, komische Vögel. Wollt ihr nur mit mir sprechen oder nicht? Wie kannst du das wissen? Kannst du die vergangene Vergangenheit sehen, so wie Brandon? Was hat das zu bedeuten? Ihr habt mein neugieriges Interesse geweckt. Erzählt eure Geschichte. Ich soll euch mehr über die Klaue des doppelköpfigen Wolfes verraten? Ihr solltet wissen, dass wir nur ehrbaren Handel treiben und für alles einen Preis verlangen. Unsere wässrige Wasserquelle in Wilburtenburg wurde von fliegenden Flugbestien verunreinigt. Ich möchte, dass du sie beseitigst. Und dir gebe ich noch eine andere Aufgabe. Gut, dann reinigen wir diese Quelle mal eben. Es regnet schon wieder. Irgendwie habe ich ein Talent dafür, dass es überall regnet. So, was haben wir denn hier? Warum ist eigentlich unser Vogel schon wieder weg? Na komm, stirb! So, das sollte erledigt sein. Ah, nicht zu dir. Zudem, hast du die fliegenden Flugbestien an unserer wässrigen Wasserquelle besiegt? Gut, du musst wissen, sie waren einst Bürger von Wilburt. Sie wurden verwandelt, so wie viele. Von dem verbrecherischen Verbrecher hast du ja durch deinen Blick in die Vergangenheit erfahren. Eine Verwandlung? Ist es etwas anderes als bei den Sündenvertilgern? Auf diese fragliche Frage werde ich dir eine Antwort geben, sobald du deinen Teil der Abmachung erfüllt hast. Schließlich ist dies ein ehrbarer Handel. Theo hat genug geleistet, aber du musst noch einen Preis bezahlen. Die Informationen, die ihr verlangt, sind wertvoll. Verdammt, geht es nicht schneller? Uns rennt die Zeit davon und ich habe jede Menge Fragen. An Zul'ul, aber auch an dich, Theo. Wenn ihr es eilig habt, sollte sich dein kameradschaftlicher Kamerad beeilen. Erst wenn er seine Aufgabe erfüllt hat, erfülle ich meinen Teil der ehrbaren Abmachung. Ja gut, vielleicht helfen wir eben mal fix. Ob Mitleid oder Hass. Du kommst zur rechten Zeit. Dein freundlicher Freund hat gerade die Aufgabe erfüllt, die ich ihm aufgetragen hatte. Wie versprochen werde ich euch nun eure Fragen beantworten.
Die Hunde haben mich ganz schön ackern lassen. Ich hoffe, die Antworten waren die Schinderei wert. Tja, die Bezeichnung als Hunde verbitte ich mir. Doch die Antworten habt ihr euch verdient. Was wollt ihr wissen? Theo hat in der Vergangenheit gesehen, dass du früher mit Brent zu tun hattest. Weißt du, was mit ihm geschehen ist? Ja, er hatte das schicksalhafte Schicksal, die Lichtflut zu verursachen. Er starb beim Versuch, die Katastrophe aufzuhalten und wurde zu einem grausigen Sündenvertilger. Ja, das deckt sich in unserem Wissen. Als Sündenvertilger trägt er den Namen Diakosyne. Wir glauben, dass er es auf die drei Königsschätze von Vyburt abgesehen hat. Dafür hat er viele Unschuldige getötet. Er fühlt sich also noch immer an seine ehrenvolle Treue, an seinen ehrenvollen Treueeid gebunden. Treu? Für dich mag Brandon vielleicht ein Freund gewesen sein, aber für mich ist Diakosyne der Mörder meiner geliebten Melinda. Ich werde ihn zur Rechenschaft ziehen. Ich verstehe deine betrübliche Trauer und deinen Wunsch nach Rache. Diakosyne ist nur noch ein Sündenvertilger. Die Erinnerung an die drei Königsschätze steckt vermutlich noch irgendwo in seinem Körper, aber sein Handel ist von Instinkt getrieben. Der echte Brandon hätte niemals... Ich will gar nicht mehr darüber wissen, wie Brandon einmal war. Ich will ihn hassen. Nur der Hass kann mir die nötige Kraft geben, eine Kardinaltugend zu besiegen. Mir ist egal, ob er jetzt Brandon heißt oder Diakosyne. Er ist mein Feind. Sag uns endlich, wo wir die Klaue des doppelköpfigen Wolfes finden können. Damit werden wir den Sündenvertilger ködern. Hässlicher Hass ist kein guter Ratgeber. Ich halte das für keine günstig gute Idee. Der Ring ist ein zu hoher Preis. Erzähl mir nichts von einem hohen Preis. Ich habe schon alles verloren, was mir lieb und teuer war. Versuche nicht, mich aufzuhalten, Theo. Und mit Lindas Tod zu rechnen, würde ich notfalls auch dich aus dem Weg räumen. Ich hatte großes Mitleid mit Brandon, doch er war zu Diakosyne geworden und gegen den konnte ich nichts ausrichten. Doch vielleicht könnt ihr seine grausig geschundene Seele Frieden schenken. Ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen, wenn ihr bereit seid. Kommt zu Schloss Liergier. Ich habe genug von seinen Geschichten. Gut, dann auf zum Schloss. Ah, uns erwartet also etwas Längeres sozusagen. Dann, ja. Gut, ich glaube, ich weiß, wie lange das dauert. Das wird dann in die Folge nicht mehr reinpassen. Dann, ja, beende ich die Folge für heute schon mal und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Geschichte von Sul'ul. Ja, gut. Dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute! Wir sind grundverschieden. Ihr und die Ursprünglichen, ihr seht euch nach dem Leben. Und ich? Deine Zeit nähert sich dem Ende. Auf Wiedersehen, Apostel des Lichts.